Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla und dem Ragnaroks Zeichen DLC. Ja, wir müssen jetzt in dieses Waldgebiet, von dem Valka erzählt hat. Da bin ich schon mal hingeritten und jetzt haben wir hier so ein Feuer. Jetzt muss ich nur noch auf Valka warten. Ja, wir müssen warten. Ah. Na gut, dann warten wir auf Valka. Ich fessle dir nun die Hände. Und zu welchem Zweck? Was soll's denn werden? Du bist zu sehr Kriegerin, Eivor. Du wirst deine Angst erst erkennen, wenn du ihr hilflos ausgeliefert bist. Trink. Und das wird den Traum zurückholen, ja? Ist das alles? Du lässt mich einfach hier? Valka, das... warum muss ich gefesselt sein? Valka? Okay, wenn das so einfach geht. Ja, das dachte ich mir fast. Je mehr ich kämpfe, desto enger ziehen sich die Strecke. Es muss einen Trick geben. Was hat Valka gesagt? Mich darauf einlassen. Ruhig sein. Es klappt. Die Fesseln lösen sich. Als ob die nicht schon längst eingegriffen hätten, ne? Moin! Ist ja schön, dass ihr auf mich wartet. Zehn neue, gar kein Problem. Als würde ich gegen den Fluss kämpfen. Sollen wir das jetzt tun, Valka? Bis wir sterben, oder was? Das wird nicht passieren. Oder bis die Sonne aufgeht, Amy? Ich kenne dich, das ist ein großer Wolf. Doch bin ich kein Kind mehr. Stirb!
kriegst mich nicht mehr. Wo will er hin? Ey. Er wird unsichtbar. Der Wolf ist fort. Vorerst. Ich bin bereit, Walker. Es ist Zeit. Schwarter Verheben. Selbst nach Ewigkeiten der Abwesenheit hasse ich diesen Ort noch immer. Doch bietet er mir die Hoffnung auf Rache, die süßeste aller Früchte. Das Reich ist verändert, doch nicht durchsucht. Da ist noch etwas anderes. Ich muss Brock und Ivaldi finden. Mein Hugakir ist hoffentlich noch bei ihnen in Sicherheit. So, wir sind wieder zurück. Und unterwegs als Odin-Freunde. Ja, wo muss ich denn hin? Ah, okay. Wir müssen eine Schnellreise machen. Wo bin ich denn? Ich bin in Svaladal, aha. Ist die Zuflucht Diese Feuerriesen sind eine Plage. Oh, oh. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Rette uns! Bitte, hilf uns! Jetzt mal bitte dein Schild weg. Wow, Brudi! Ganz entspannt, ganz entspannt. Ah, ich muss gerade auf den Kopf springen. Ich bin noch da, alles cool, Leute. Dann ist die Tür da verriegelt. Hier hinten! Hilfe! Du hast mir einen Gefallen getan. Danke. Ach, und auf einmal sind alle befreit. Ich habe einen befreit und so instant sind alle frei. Verfluchte Feuerriesen kamen aus dem Nichts. Wo ist der Hugakir? Habt ihr ihn verloren? Brock verließ gestern die Zuflucht, bevor der Überfall begann. Er nahm den Hugakir mit. Wohin hat er ihn gebracht? Seit du weggingst, wurde er immer launischer. Der Hugakir ist das Einzige, was ihn noch kümmert. Du solltest seinem Beispiel folgen. Also, wo ist er? Wo? Neulich Nacht sprach er davon, den Krater von Eitri zu erkunden, um Antworten zu finden. Er bringt den Hugakir vor Surts Türschwelle? Augenblick mal. Wo warst du überhaupt die letzten Tage? Tage? Egal, es zählt nur, wohin ich gehe. Und wo ist das? Eitri? Wo immer ich Vergeltung finde. Beruhige dich, Havi. Komm zu Sinnen. Auge um Auge führt dazu, dass am Ende alle blind sind. Das kümmert mich auch. Ja, hat er irgendwie recht, ne? So, Reise nach Eitri machen wir. Das machen wir hier auf. Was soll denn das? So, Eitri müsste ja ein Stück mehr weg sein. Das heißt, es ist Zeit für eine weitere Schnellreise. Gen Eitris Krater finden. Der tapfere Dummkopf meint es. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Kann mir das jemand verraten? Ich muss Brock in Eitris Krater finden. Der tapfere Dummkopf meint es gut. Könnte es bringen. Was stimmt mit diesen beiden Brüdern nicht? Einer starb bei der Suche nach Med. Der andere setzt aus Übereifer sein Leben aufs Spiel. So. 200 Meter, das sollte schnell gemacht sein, Freunde. Und ich würde gerade sagen, es kommt bestimmt gleich wieder so ein Suchgebiet. Ich konnte es doch gar nicht aussprechen, da war es schon so weit. Was suchst du, alte Freundin? Ja, irgendwo da unten im Loch, ne? War ja klar. Dafür hätte ich die Zünde nicht gebraucht.
sind keine Gegner. Infos. Oh, Gegner, cool. Da freue ich mich aber. Gut, den Punkt wollte ich nicht setzen, aber na gut. Ich sehe jetzt keinen Beinbruch. Brock, wo bist du? Ich sehe dich, Zwerg. So, das ist bestimmt da unten irgendwo. Ach, er ist kaputt. Wo ist mein Hugak her? Immer mit der Ruhe. Hier ist er. Völlig sicher. Ich wollte etwas untersuchen, aber dann bin ich gestolpert. Kannst und... du laufen? Nein. Natürlich. Dann trage ich dich. Oh, Vorsicht! Ich bin doch kein Sack Rüben. Diese Aufgabe mit diesen Leuten durch die Gegend tragen. Oh, Gott. Was hast du über den Hugak hier herausgefunden? Vielleicht weiß ich nun, wie man ihn einsetzt. Aber wenn du es auf Sotrop gesehen hast, endest du vermutlich beim Festmahl in Valhall. Valhall? Das ist für die Schwachen und Wankelmütigen. Nein, ich werde nicht sterben. Welten mögen sterben, doch ich werde ausharren. Was ist mit Sindri? Nennst du ihn etwa auch schwach? Warum sollte er denn in... ja, natürlich. Er sitzt dort in Valhall. Für einen wie ihn ist das eine große Ehre. Wie komme ich denn mit diesem Zwerg jetzt hier weg? Vielleicht einfach dort hochlaufen sollen, wa? Ach Mann, wie ich es liebe, sowas. Kann ich mich mit dem Zwerg auf dem Rücken zu einem Feuerriesen verwandeln? Okay. Das ist schon mal viel wert. Wahrscheinlich einmal hier außen rum. I don't know. Ja, das sieht gut aus. So mehr oder weniger gut. Nun denn, dies sieht nach einem guten Ort aus, um dich abzuholen. Also dann, was ist der Zweck des Hugakers? Keine Ahnung. Kann er Schurk töten? Nun, das ist nicht sein Zweck. Aber ja, ich denke schon. Wie? Er nutzt das Licht. Sehr viel Licht. Das war Baldas Gabe. Er konnte die Nacht zum Tag machen und umgekehrt. Braucht es Schurk deshalb seinen Huger? Ja, die anderen sind nur für das Gleichgewicht da. Aber du musst wissen, da ist noch ein weiterer. Wie Balda. Unvollständig. Wessen Huger ist es? Surz. Nur ein winzig kleines Stückchen. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wenn der Hugakeer Surz berührt, vereinen sich die beiden. Der Hugakeer ist bereits vollständig. Nichts kommt hinein oder heraus. Ein geteilter Huger versucht immer, sich wieder zu vereinigen. Seiner könnte gerade stark genug sein, das zu schaffen. Wenn das geschieht, wird er zum Hugakeer. Dann kann ihn nichts aufhalten. Nur wenn er all das Licht beherrschen kann. Aber das glaube ich nicht. Sein gammeliger alter Körper ist nicht dafür gemacht. Das ist, als würde man versuchen, das ganze Meer in eine Schweineblase zu füllen. Nur, woher weiß ich, dass deine Einsichten stimmen? Du hast sie gar nicht alle gehört. Bist du wirklich davon überzeugt, dass die Vereinigung zu viel für Surt sein wird? Am besten versuchst du es, wenn er schwach ist. Wirklich tot. Also nicht richtig tot. Nur normal tot. Bevor er wieder aufwacht. Danke, Brock. Dann gib mir jetzt den Hugakeer und geh. Hier ist es zu gefährlich. Ich geh doch jetzt nicht. Ich bin so weit gekommen. Tu, was dir gesagt wird, mein Freund. Okay, Stelle Surt. Das, meine Freunde, machen wir aber beim nächsten Mal.
Für dieses Mal reicht es das? Reicht das hin? Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.